Ach, wie ist das möglich? Wie konnte ich deine Stärke so unterschätzen, obwohl du dich bei der Arena Challenge so gut geschlagen hast? Ihr könnt euch glücklich schätzen. Normalerweise würde ich euch noch weiter das Leben schwer machen. Aber wir haben nun alle Wunschsterne, die wir brauchen. Daher dürft ihr tun und lassen, was ihr wollt. Ändern könnt ihr daran eh nichts mehr. Wow, du bist einfach nicht aufzuhalten, Blake. Wie du deinem Riffex, deinem Jimmy Cairn, all diese Tricks und Kniffe entlockst, ist echt der Wahnsinn. Es ist Zeit, die nötigen Vorbereitungen für den Ligapräsidenten zu treffen. Aber Delian, ich hab's dir doch schon jetzt schon 100 Mal erklärt. Willst du mich einfach nicht verstehen? Du als Champ solltest es wirklich besser wissen. Ich verstehe nur zu gut, was sie sagen. Für mich ergibt es aber einfach keinen Sinn, das Turnier morgen abzusagen, um ein Problem zu lösen, das 1000 Jahre in der Zukunft liegt. Kann diese Sache wirklich nicht noch einen einzigen Tag warten? Als Champ sehe ich es als meine Pflicht an, morgen zu diesem Kampf anzutreten. Die Bürger der Gala-Region und nicht zuletzt ich selbst, wir freuen uns schon so lange darauf. Dann verstehst du es noch immer nicht. Du verstehst es einfach nicht. Sieh genau hin, Delian. Das ist die Gala-Region. In 1000 Jahren wird die Energie, die für das Aufrechterhalten dieses Lichterglanzes nötig ist, völlig erschöpft sein. Doch dieser Tag kommt. Doch wenn dieser Tag kommt, werden wir längst nicht mehr am Leben sein. Unsere Zeit hier ist begrenzt und genau deshalb zählt jeder einzelne Tag. Je schneller wir handeln, um dieses Problem endgültig aus der Welt zu schaffen, desto besser. Ich will eine bessere Zukunft für alle schaffen, Delian. Verstehe, lieber Präsident. Das ist es also, was uns in 1000 Jahren erwartet. Ich glaube, jetzt habe ich ein besseres Bild davon, worauf Sie hinaus wollen. Sie haben mein Wort. Ich werde Ihnen helfen, sobald der Champ Cup morgen vorbei ist. Alien, ich habe mir solche Sorgen um dich gemacht, weil du nicht zu unserer Verabredung aufgekreuzt bist. Dich hier zu finden war alles andere als einfach. Zum Glück hat Ness uns geholfen und Mary und Team Yell auch. Es tut mir wirklich leid, dass du so viel Ärger wegen mir hattest, Hop. Weißt du, manchmal sind Erwachsene zu stolz, um eine aufrichtige Konversation zu haben und reden stattdessen völlig aneinander vorbei. Macht euch keine Gedanken über all das hier. Lasst uns einfach zum Hotel zurückgehen und uns nach Herzenslust den Bauch vollschlagen. Die Rechnung geht natürlich auf mich. Ich hoffe, Sie sehen sich die Kämpfe morgen an, Liga-Präsident Rose. Dieses Turnier wird in die Geschichte Galas eingehen. So viel steht fest. Magst dich damit zufrieden geben, in der Geschichte Galas einzugehen, aber ich habe vor, die Geschichte zu verändern. Wenn nötig, auch im Alleingang. Da kommt ja noch einiges auf uns zu. Am Abend des nächsten Tages. Es ist soweit. Und? Hast du dich auch schon auch richtig ausruhen können? Ich bin so nervös, als würde ich mich selbst antreten. Du bist Blake, richtig? Das Finalturnier beginnt in Kürze. Wenn du möchtest, bringe ich dich gerne zum Stadion. Hey, tun Sie ja nicht so, als wäre gestern nichts passiert. Mein Partner Libello und ich zeigen Ihnen nur zu gern, wo der Hammer hängt. Moment, nichts überstürzen. Ich gehöre zu den Guten. Nicht alle Angestellten der Pokémon-Liga folgen Olivias Befehlen blind.
Ich habe natürlich gehört, was sich gestern zugetragen hat, und das tut mir alles sehr leid. Olivia würde alles für den Liga-Präsidenten tun, ohne Rücksicht auf Verluste. Offenbar hatte sie zu diesem Zweck sogar extra eine Gruppe von Experten aus den Angestellten der Pokémon-Liga rekrutiert. Aber ich kann euch beruhigen, die Liga-Angestellten, die sich heute um euch kümmern werden, wollen euch nichts Böses. So gut. Klingt, als könnten wir ihr vertrauen, Blake. So, aber jetzt ab zum Stadion mit dir. Ich will dich endlich kämpfen sehen. Soll ich dich zum Score-Stadion bringen? Ja, bitte. Gut, dann lass uns gleich loslegen. So, mal sehen, wie lange ich jetzt die Cam anhaben darf. Wie gesagt, bei Sequenzen mache ich es einfach immer aus. Wie sieht's mit meinem Pokémon aus? Wunderbar. Wollen wir mal. Blake! Na, wir haben hier im Score-Stadion. Dem krassesten Stadion in Gala. Und hier wirst du die allerbesten Kämpfe hinlegen, die Welt je gesehen hat. Als wären wir nicht schon hier gewesen, ne? Los, melde dich an! Hallo Blake, wir haben dich schon erwartet. Da du beim Vorturnier erfolgreich warst, trittst du als nächstes mit 7 Arena-Leitern zum Finalturnier an. Diesmal werden sie sich nicht zurückhalten. Wenn du es schaffst, das Turnier zu gewinnen, trittst du schließlich dem Champ gegenüber. Möchtest du den Wartebereich betreten? Gerne, bitte hier entlang. Klar. Außer mir sind natürlich noch die Arena-Leiter da, ne? Das macht insgesamt 8 Teilnehmer. Ich werde bestimmt nicht gegen alle kämpfen. Die Öffnungszeremonie beginnt bald. Möchtest du den Kampfplatz betreten? Öffnungszeremonie? Ja, es kann losgehen. Gut, dort entlang. Jetzt wird's ernst. Bin gespannt. Für alle, die mich noch nicht kennen, ich bin Dalian, euer Champ, und ich erlaube mir mal, das Wort für den Liga-Präsidenten zu ergreifen. Natürlich wünsche ich mir, dass alle, dass die Trainer der Gala-Region in... Ah, lies selbst. Der ist zu schnell. Wer soll das so schnell lesen? Ganz ehrlich, wenn die es schon wegmachen, dann sollten sie es synchronisieren. Ganz ehrlich. Sonst ergibt das gar keinen Sinn. Halt! Wer ist das? Der neue Arena-Leiter. Ich bin Betis. Erinnern Sie sich noch an mich? Genau, der Betis, der in Schmach und Schande disqualifiziert wurde. Betis? Das ist der Typ, den Liga-Präsident Rose höchst persönlich eine Empfehlung geschrieben hatte. Ja, ich weiß. Ich habe noch eine Rechnung mit Blake zu begleichen. Ich weiß, dass es gegen die Regeln ist, aber ich fordere hiermit gegen Sie antreten zu dürfen. Ich verlange ein allerletztes Match. Und wenn ich verliere, schwöre ich, meine Karriere als Trainer für immer zu beenden. Was sagt man dazu, meine Damen und Herren? Der kürzlich disqualifizierte Challenger Betis hat sich unbefugt auf den Platz geschlichen. Meine Damen und Herren, im Stadion und zu Hause, bitte gedulden Sie sich einen Moment. Die Turnierveranstalter diskutieren hinter den Kulissen bereits, wie sie fortfahren wollen.
Glaub mir, ich weiß besser als jeder andere, wie irrsinnig diese Forderung ist. Aber ich halte das nicht länger aus. Ich kann nicht weiter tatenlos zusehen. Seit ich dir begegnet bin, geht mein ganzes Leben den Bach runter. Erst lässt die Liga-Präsident Rose mich eiskalt fallen. Dabei habe ich nur die Befehle seiner Assistentin Olivia befolgt und die Wunschsterne gesammelt. Und dann, da platzt diese verrückte alte Schachtel in mein Leben und textet mich von früh bis spät mit Feen-Pokémon zu. Hast du eine Ahnung, wie sich das anfühlt? Wenn man plötzlich nur noch vom Pink umgeben ist. Wenn alle nur in Quizform kommunizieren und man täglich mit Feen-Pokémon kämpfen muss. Und jetzt stehe ich hier und erzähle dir den ganzen peinlichen Mist auch noch ausgerechnet dir. Was ist nur aus mir geworden? Sie werden es nicht glauben, meine Damen und Herren. Der Champ hat der Forderung des Eindringlings tatsächlich stattgegeben. Er darf antreten. Das mag wohl seine Beweggrund gewesen sein. Etwa sein berühmter Traum aus der Gala-Region. Dass aus Gala irgendwann die Region mit den stärksten Trainern von allen werden soll? Oder wittert er hier eine Gelegenheit, das Können von Blake zu prüfen? Mein Stolz ist noch nicht gebrochen. Arena-Leiter Beatles fordert dich heraus. Das wird lustig. Theoretisch dürfte jetzt Mary einen Rückkampf haben, ne? Aber sie wollte ja nicht. Wir haben so viel durchgemacht. Für uns gibt es keine... Na gut. Okay, ein Flunkiefer. Los, Kurama! Aber auch nur fast. Oh, ich kann den nicht ab, Alter. Der ist so ekelhaft. Oh. Das wird ein schneller Kampf. Guardevoir. Es könnte lustig werden. Ich glaube, das war ein Fehler. War es auch. Jimmy Ken muss rein. Ah, das ist auch ein Fehler. Egal. Wenn es ein Pokémon ist, dann tut es wenig. Wow. Nein, bitte, es ist kein Pokémon. Ich weiß nicht, was es ist, aber kein Pokémon. Galoppa. Ich muss aufpassen, ich darf jetzt nicht an Feuer denken. Galoppa. Galoppa, 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 was hast du für einen Schwachpunkt? Unlicht ist es nicht, das auf jeden Fall nicht. Ich lass drin. Auch wenn Gift
im Nachteil ist, ist es bei Galoppa doch auch ein Vorteil. Jimmy Ken! Gift Leap! Ja klar. Du hast Vorahnung? Düner Giftschwall. Und zeig doch mal, was du drauf hast. Zeigen wir ihnen ein pinkes Spektakel. Zeit für Gigademada. Was? Warum versuche ich das überhaupt zu lesen, was da steht, wenn es im Kampf ist? Hat überlebt. Wow, Top-Genesung, ernsthaft. Aber das ist eine verschenkte Runde. Sterben wirst du so oder so. Kannst gerne nochmal Genesung. Aber das war's jetzt. Aus und vorbei, aber immerhin konnte ich allen die Vorzüge von Feen-Pokémon zeigen. Ich habe verloren. Die Entscheidung ist gefallen. Blake und ihr überragendes Team haben Betis in die Knie gezwungen. Hey Betis, gut gekämpft. Wir wollen ein Comeback als Trainer. Gib dich auf. Ein Comeback? Soll das ein Witz sein? Ich habe verloren. Damit habe ich meine Revanche in den Sand gesetzt. Eigentlich wollte ich meine Karriere als Trainer jetzt ein für alle Mal an den Nagel hängen. Um dieser alten Schachtel zu entkommen. Und jetzt wollen plötzlich alle, dass ich Trainer bleibe? Das ist alles nur deine Schuld. Wegen dir bin ich dazu verdammt, immer der Arenaleiter der Feen-Arena zu bleiben. Naja, wenigstens sollte es nicht allzu lange dauern, bis ich Papella übertroffen habe. Bin immerhin ein Naturtalent. Hören Sie das, meine Damen und Herren. Das ganze Stadion jubelt den beiden jungen Trainern zu. Was für eine Atmosphäre. Doch jetzt zieht sich Blake für eine kurze Pause in den Wartebereich zurück. Um ihr Team nach diesem unerwarteten Kampf wieder aufzupäppeln. So, dieser Kampf zählt natürlich leider nicht. Das heißt, das Turnier startet jetzt erst. Richtig. Dieser Auftritt von Betis war sicher eine große Überraschung für dich. Wenn du bereit bist, dann begib dich bitte zurück auf den Kampfplatz. Das Finalturnier geht jetzt wirklich los. Aber ich bin doch gerade... Aber... Okay.